Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Beim letzten Mal haben wir den Weg zu Hagrids Hütte gefunden und jetzt sollen wir für ihn Feuersamen finden, damit er sein heißgeliebtes Drachenei ausbrüten kann. Jetzt möchte ich allerdings erstmal gucken, ob es hier um die Hütte herum noch irgendwas zu finden gibt. Ich bin nämlich beim letzten Mal hier zwar noch durch die Gegend gewatschelt, als ich den Part beenden wollte, habe aber gar nicht gemerkt, beziehungsweise gar nicht nachgeguckt, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Sieht aber nicht danach aus. Das heißt, wir machen uns einfach direkt auf den Weg zu den Feuersamen. Das wird jetzt auch nochmal ein ordentlicher Part zu laufen, glaube ich. Ah! Nein! Lass mich! Geh weg! Schreck! Mein Gott! Okay. Die Büsche sehen auch sehr cool aus, muss ich schon sagen. So, Grafik, sehr, sehr geil. So. Sehr geometrische Büsche. Okay. Ich mache jetzt halt so einen ziemlichen Harry Potter Aufnahmemarathon, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ich frage euch die ganze Zeit, ob ihr irgendwelche Kommentare schreibt, beziehungsweise bitte euch, Kommentare zu schreiben. Allerdings kann ich die jetzt in diesen Teilen ja noch nicht beantworten, weil, wie gesagt, ich nehme das alles am Stück auf hier. Beziehungsweise einen Part direkt nach dem anderen. Deshalb kann ich auf die Kommentare noch nicht direkt eingehen, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr fleißig Kommentare schreibt. Und ich dann, ich werde auch auf jeden Kommentar auf jeden Fall antworten. Das ist gar keine Frage. Ich antworte auf jeden Kommentar, der auf meiner Seite erscheint. Und ja, beim letzten Mal habe ich sehr, sehr viel und sehr ausführlich darüber geredet, was für komische Dinge ich damals getan habe, als ich noch so ein richtig, richtig heftiger Harry Potter Freak war. Wie gesagt, einige der Dinge tue ich auch heute noch, so ist das nicht. Aber ich muss auch zugeben, ich vermisse einiges. Man hat auch einfach nicht mehr wirklich die Zeit für alles. Und jetzt hat man zwar das Geld, weil mittlerweile habe ich einen Job. Und verdiene mir auch mein eigenes Geld und bla. Und man hätte zwar das Geld für alles, aber leider nicht mehr die Zeit. Ne? Damals hatte man die Zeit, aber kein Geld. Es ist einfach ätzend. Oh, es sieht so cool aus hier. Ich finde das einfach überwältigend. Trotz dieser Schmuddelgrafik, sag ich mal, sieht es einfach trotzdem richtig, richtig cool aus. Ah! Mein Gott, die wachen aber schnell wieder auf hier. Ja. Ich habe von Harry Potter RPGs gesprochen. Ich habe von Harry Potter Camps in dem Sinne gesprochen. Also Labveranstaltungen Harry Potter-mäßig. Und kann ich den da hinten schon treffen? Nee, kann ich noch nicht. Heute wollte ich dann mal näher auf die ein oder andere Seite eingehen, die ich auch im Internet immer mal wieder gefunden habe. Und zwar nennt sich diese Seite, auf die ich jetzt besonders eingehen möchte, Pottermore. Das ist quasi eine Seite, die von und mit J.K. Rowling entstanden ist, also der Autorin von Harry Potter. Und diese Seite beinhaltet unter anderem jede Menge unveröffentlichte Fakten, sage ich mal, zu den Harry Potter Büchern. Und man kann quasi die gesamten Bücher nochmal interaktiv, sage ich mal, durchgehen. Ich werde diese Seite auf jeden Fall auch mal noch vorstellen. Ich habe mir das vorgenommen, dass ich euch diese Seite noch mal näher bringen möchte, weil ich sie einfach super, super genial finde und darauf auch schon eine Menge Zeit verbracht habe. Man findet halt auch da sehr, sehr viele Gleichgesinnte. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch mal gucken, wie ich da hinten hinkomme. Weil eigentlich kann man hier doch noch da auf die andere Seite, oder nicht? Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn da hoch? Oder komme ich da später noch hin? Ich wette, ich komme da später noch hin. Wie gesagt, man findet da sehr viele Gleichgesinnte und auch da besteht die Möglichkeit, weil das auch sehr, sehr viele machen, diese
ja, ich sag mal, RPGs zu machen, diese Roleplay-Games per Chat, weil man kriegt quasi einen Harry Potter-Charakter zugewiesen. Ihr kriegt einen Nickname zugewiesen. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo es lang geht. Doch, hier. Ihr kriegt einen Nickname zugewiesen. Also quasi ihr kriegt drei Vorschläge für einen Nickname, könnt dann einen aussuchen, der euch am besten gefällt, mit dem ihr euch am besten identifizieren könnt und vor allem den ihr euch am besten merken könnt, weil ihr müsst euch ja damit einloggen. Und dürft dann, wenn ihr diesen Nickname gefunden habt, euch angemeldet habt, dann kommt es dazu, dass ihr euren Zauberstab finden müsst. Also ihr müsst Fragen beantworten, damit diese Seite herausfinden kann, welcher Zauberstab mit welchen Materialien und von welcher Größe am besten zu euch passt. So, das heißt, ihr kriegt schon mal euren individuellen Zauberstab auf euch zugeschnitten sozusagen. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr quasi in der Winkelgasse wart, alles eingekauft habt für eure Schule, dann kommt es dazu, dass ihr nochmals Fragen beantworten müsst und dann eurem Haus zugewiesen werdet sozusagen. Also dann müsst ihr nochmal Fragen beantworten, die auch wirklich ehrlich beantworten solltet, denn diese Fragen sagen euch dann, in welches Harry Potter Haus ihr am ehesten gekommen wärt. Dadurch, dass die Seite quasi mit Interaktion, also mit in Zusammenarbeit mit J.K. Rowling entstanden ist, finde ich das ganz cool, dass man dann tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, das ist wirklich das Haus, in dem ich gelandet wäre. Ich bin jetzt nun mal leider in Gryffindor gelandet. Ich fand Ravenclaw immer furchtbar interessant und wäre am liebsten natürlich in Ravenclaw gelandet. Aber es waren wohl alle immer der Meinung, dass ich besser nach Gryffindor gepasst hätte. Ja gut, dann halt Gryffindor. Warum nicht? Aber ich habe auch immer gedacht, es gibt ja 100.000 Tests im Internet, wo man herausfinden kann, welches Haus am besten zu einem passt oder in welchem Haus man gelandet wäre. Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade so ein dezentes Kratzen im Hals. Wo war ich jetzt? Ja, es gibt ja jede Menge. Ja, jetzt müssen wir kurz warten, bis die Samen abgekühlt sind. Die kokeln ja hier noch so ein bisschen vor sich hin, wie ihr seht. Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie abgekühlt, jetzt müssen sie einsammeln. Okay. Ich brauche, glaube ich, 12 Stück. Es gibt ja 100.000 Tests im Internet, wo man herausfinden kann, welches Haus am besten zu einem passen würde und in welches man am besten gesteckt werden sollte. Allerdings ist das immer sehr, sehr voraussehbar. Man kann an den Antworten quasi herausfinden, welche Antwort zu welchem Haus gehört, sozusagen. Also, wisst ihr, was ich meine? Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber dann ist eine Antwort zum Beispiel, ja, ein Freund ist in Gefahr, was würdest du tun? Dann wäre eine Antwort zum Beispiel, was soll's, ich habe noch andere Freunde oder so. Eine wäre dann, ja, ich würde ihn auf jeden Fall befreien, gar keine Frage, Freundschaft ist wichtig. Die andere wäre dann, ich würde mich erstmal genau über die Gefahr informieren, um ihn am besten retten zu können. Da weiß man schon, die erste Antwort ist auf jeden Fall Slytherin, die zweite wäre definitiv Gryffindor und die dritte wäre, weiß ich nicht, Ravenclaw oder so, weißt du? Und, das ist einfach so mega vorausschaubar, welche Antworten da jetzt zu welchem Haus führen würden. Und man kann sich quasi so ein bisschen zurechtlegen, in welches Haus man denn jetzt tatsächlich möchte, weil man die Antworten einfach so geben kann, dass man tatsächlich in diesem Haus landet. Das ist aber auf dieser Seite nicht so. Auf dieser Seite sind die Antworten, ich weiß nicht, es ist so, da wird dann gefragt, wovor hast du am meisten Angst? Dann ist aufgeführt Dunkelheit, Einsamkeit, Höhe. Und man kann halt überhaupt nicht abschätzen, welche Antwort zu welchem Haus führen würde. Das finde ich so cool. Deswegen merkt man irgendwie, dass die tatsächlich dann so ein bisschen darauf achten, dass man tatsächlich... ja, jetzt habe ich vergessen zu springen. Ich sollte das Autospringen wieder anmachen. daran merkt man dann halt, dass man tatsächlich nach J.K. Rowling in diesem Haus gelandet wäre. Und dann gibt es dann noch die Möglichkeit... Also wenn man dann tatsächlich in seinem Haus gelandet ist. Entschuldigung. Ich glaube, ich werde krank. Ich finde das nicht gut. Wenn man dann tatsächlich seinem Haus zugewiesen wurde, dann gibt es so einen Gemeinschaftsraum.
Natürlich alles übers Internet, also nichts, wo man jetzt wirklich so einen typischen Charakter zugewiesen bekommt oder sowas. Ich wollte Autospringen wieder anmachen. Und dann kann man sich halt mit seinen Mitschülern quasi austauschen. Dann gibt es noch die große Halle, wo dann so Optionen wie ein Duellierclub zur Auswahl steht, dass man sich quasi mit anderen duellieren kann. Dann muss man auch so Zauber ausführen oder es gibt Zaubertränke. Dann kann man sich quasi in der Winkelgasse Zaubertrankzutaten und Kessel und sowas kaufen und kann dann seine Zaubertränke zusammenbrauen. Also es ist wirklich richtig cool. Man kann da eine Menge Zeit verbringen und eine Menge Spaß auch mit dieser Seite haben. Und vor allem die Interaktion mit anderen Harry Potter-Fans ist da natürlich ganz, ganz hoch gescheckt. Und dann, ich sag mal, die größte Funktion dieser Seite ist halt, dass man die Harry Potter Bücher interaktiv noch einmal durchgehen kann. Und zwar wirklich die Bücher. Nicht die Filme, sondern die Bücher. Man hat zu jedem Kapitel der Harry Potter Bücher quasi ein Bild, in dem man quasi, es ist so eine Art Suchbild. Man muss halt Dinge suchen und Dinge finden. Und man kann halt auch, wenn man bestimmte Gegenstände oder bestimmte Personen anklickt, sage ich mal, kann man dann noch so ja, extra Texte über diese Dinge freischalten und kann sich extra nochmal genau durchlesen, was sich J.K. Rowling damals, als sie diese Charaktere, wenn jetzt zum Beispiel Dämonen, genau, Dementoren oder so, wenn man dann Dementor anklickt, kann man halt nochmal ganz genau erfahren, was J.K. Rowling damals so im Kopf hatte, als sie die Dementoren erschaffen hat. Beziehungsweise bei Einhörnern, was sie sich dabei gedacht hat, dass man durch Einhornblut quasi am Leben gehalten wird und solche Sachen. Da kann man halt. Oh, eine bunte Schildkröte. Oh nein, sie spuckt. Sie spuckt. Die hat mich angespuckt. Angeschissen vielmehr. Ma. Ja, ich finde das halt sehr cool. Und wie gesagt, zu jedem Kapitel der Bücher gibt es ein so ein Bild. Und man kann dadurch quasi die gesamten. Oh, schöner Himmel. Man kann dadurch die gesamten Bücher noch einmal durchgehen. Es geht momentan leider nur bis Buch 4. Also die ersten drei Bücher haben jeweils die Kapitel und dann geht es leider erstmal nicht mehr weiter, weil die Seite noch so ein bisschen im Aufbau ist. Aber ich finde, bis dahin, also mit diesen Seiten kann man schon wirklich. Ja, würdest du vielleicht mal. Danke. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Bis dahin kann man mit den Seiten wirklich schon eine Menge Spaß haben. Und ich finde das einfach wundervoll da. Ich habe schon so viel Zeit auf diese Seite auch einfach verbracht. Und ja, ich möchte euch hier auf jeden Fall irgendwann mal vorstellen. Vielleicht ist das ja auch schon das nächste oder übernächste, was ich in Angriff nehme hier. Ich mache jetzt einfach so ein Harry Potter Special mal. Ach, tu schon wieder. Kusch. Kusch. Nein, nicht wehtun. Nicht wehtun. Lieb sein. Da kam ich her. Hier geht's weiter. Oder auch nicht. Da! Fall um, Mann. Doofe Schildkröte. Ja, okay, da ging es offensichtlich nicht weiter. Aber ich muss hier weiter. Nein, da ist noch ein Feuersamen. Ah, ich habe die Feuersamen vergessen. Ja. Seite nennt sich, wie gesagt, Pottermore. Gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, als auch auf anderen Sprachen, glaube ich. Und ja, ist einfach so eine mega geniale Seite für alle, die große Harry Potter-Fans sind oder es mal waren oder wieder werden möchten, was weiß ich. Manchmal gibt es auch extra so. Ich wette, ich habe jetzt hier irgendwas übersehen. Bestimmt habe ich irgendwas übersehen. Nein, nicht. Nicht wehtun, nicht wehtun. Böse Schildkröte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ich wünschte, es gäbe so ein Schnellspeichern oder sowas. Muss mal ganz kurz. Nein! Pfui. Gehst du bitte da hoch? Nein, nicht spucken. Ich muss mal wieder die Zeit ein bisschen im Auge behalten hier. Ah, hier ging es weiter, richtig. Das war nur so eine Art Bonus. Oh. Ah.
Bonusgang, sag ich mal. Pfui. Schön ruhig bleiben. Du auch. Schlafen. Oh, ich brauche doch ein paar mehr als 12 Feuersamen, glaube ich. Aber egal. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, ich bin gleich wieder da. Okay, sorry. Ich musste kurz eine Nachricht beantworten. Wo war ich stehen geblieben? Nein, ich werde, wie gesagt, das in Angriff nehmen, dass ich euch diese Seite demnächst mal vorstellen werde. Jetzt muss ich natürlich meine Stoppuhr auch wieder anstellen hier. Moment. 4 Minuten habe ich nämlich noch. Also 5 Minuten eigentlich, aber... Ja toll, das hat es jetzt gebracht. Die eine ausgeschaltet, die andere schon wieder direkt an. Ach, was heißt ausgeschaltet? Also die Pflanze, ne? Ihr wisst, was ich meine? So, ne? Eine Bohne! Wahnsinn! Ich finde die Farben von den Bohnen auch immer sehr genial. Hä? Achso. Also wenn man nicht weiter weiß, einfach mal mit dem Zauberstab so ein bisschen in der Gegend rumfuchteln und dann weiß man auch wieder, was man machen muss. Sehr cool. Ne? So funktioniert das. Da hinten, das muss ich gleich machen. Ich habe Autospringen ja wieder an, fällt mir gerade ein. So. Also, ich muss auch sagen, es war für mich ein ganz, ganz schwieriger, eine ganz, ganz schwierige Situation, sage ich mal, als letztendlich tatsächlich der 7. und letzte Harry Potter Film rauskam, also der 2. Teil des 7. Teils, ihr wisst schon, was ich meine, und man genau wusste, jetzt ist es vorbei. So, wisst ihr, jetzt geht's halt mit den Harry Potter Filmen nicht mehr weiter. Jetzt sind die Filme halt alle draußen und die Bücher sind halt auch vorbei. Und das waren so Momente, wo ich auch angefangen habe. Also ich habe damit vorher schon angefangen, aber da wurde es halt ganz intensiv, dass ich mir quasi meine eigenen Harry Potter Geschichten zusammengestellt habe. Ich habe auch damals, als der, ich glaube, 3. Teil rauskam oder nach dem 3. Teil, habe ich dann angefangen, eigene Harry Potter Geschichten zu schreiben und zu versuchen, quasi die Bücher weiterzuschreiben. Das heißt, ich habe mir selber zur Aufgabe gemacht, die Harry Potter Bücher weiterzuschreiben. So in etwa. Und nein. Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach so hier rüber. Hab dann auch ganz oft so Nebengeschichten, auch vor allem viel zu den Rumtreibern, mir ausgedacht, weil das einfach halt so die Charaktere sind, die ich am meisten bewundert und am meisten geliebt habe, auch in diesen Büchern. Und ja, das hat halt, nachdem die Filme halt vorbei waren und ich auch weiß, dass die Bücher halt nie wieder weitergehen werden, da war dann so ein Punkt für mich erreicht, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dann musst du dich jetzt halt mit deinen eigenen Geschichten zufrieden geben und musst halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber es war schon so ein Teil der Kindheit, der einfach vorbeigegangen ist. Und deswegen will man sich das einfach alles noch bewahren. Und auch deswegen ist es mit ein Grund, warum ich jetzt hier diese Let's Plays auch weitermache. Beziehungsweise einfach, warum ich die mache. Weiter mache ich sie ja nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe das früher schon immer mal gespielt und jetzt ist das quasi für mich, ist es so ein Weitermachen. Weil ich das Spielen für mich jetzt auf eine neue Ebene bringe, sage ich mal. Da könnte ich doch theoretisch runter. Oder? Meint ihr, ich schaffe den Sprung? Und dann komme ich nicht mehr zurück, hä? Ich versuche es einfach mal. Geronimo! Das war natürlich nichts. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hätte von der anderen Seite darüber springen müssen. Hihi. Okay, ich versuch's dann einfach gleich von der anderen Seite. Hallo? Möchtest du bitte... Hä? Warum geht es jetzt nicht weiter? Hallo? Nein, möchte ich... Wartet. Ja, also irgendwie hat sich das Spiel gerade so ein bisschen aufgehangen, als ich hier runtergegangen bin. Aber gut, dann nehme ich das einfach mal, um den Part hier zu beenden.
Und ja, ich gucke mal, wo ich dann wiederbelebt werde. Ich werde auf jeden Fall bis zu diesem Teil dann hier nochmal vorspielen quasi. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich finde, die 20-Minuten-Parts sind immer viel zu wenig. Ich will euch so viel erzählen über Harry Potter. Ich kann da so ohne Ende einfach labern drüber. Das ist der Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören vor allem. Und wie gesagt, würden mich eure Harry Potter-Geschichten mal sehr interessieren. Habt ihr vielleicht auch irgendwann mal eigene Geschichten zu Harry Potter geschrieben? Habt ihr Fanfictions geschrieben? Was sind so eure Lieblingscharaktere? Das sind... ja, das würde ich einfach gerne mal wissen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte, wie gesagt, jeden Kommentar auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne eine positive Bewertung da. Also ein Däumchen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen und schaut unten in die Videobeschreibung, denn da sind unter anderem wichtige Links drin. Dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel irgendwie hier wieder zum Laufen kriege. Und bis dahin, tschüss!